Infinitivsätze. Die Infinitivsätze kennst du vielleicht auch unter dem Namen Infinitiv mit zu. Und genau diesen Infinitiv mit zu, den erkläre ich dir in dem heutigen Video. Ich erkläre dir, wann du den Infinitiv mit zu benutzen musst und auch welche Verben immer den Infinitiv mit zu benutzen, welche ihn manchmal benutzen und welche Verben niemals den Infinitiv mit zu benutzen. Außerdem zeige ich dir auch, wie der Infinitiv mit trennbaren Verben funktioniert und was du bei der Wortstellung beachten musst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, deinem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Infinitivsätze. Diese Infinitivsätze werden auch Infinitiv mit zu genannt und sind eine Spezialform. Als erstes gebe ich dir mal die Definition zu Infinitivsätzen. Da bitte nicht erschrecken, die ist wirklich sehr kompliziert. Aber ich nehme die dann noch Stück für dich auseinander in kleinen Einzelteilen, so dass du es dann auch garantiert verstehst und weißt, wann du den Infinitiv mit zu benutzen musst. Dafür, für die Definition, wechseln wir jetzt aber einfach mal kurz in mein E-Book. Was sind Infinitivsätze? Grundsätzlich sind Infinitivsätze, bei denen das Verb nicht konjugiert wird, sondern in seiner Infinitivform, also der ganz einfachen Grundform, bleibt. Zusätzlich ist ein Infinitivsatz aber auch ein Nebensatz, also Verb ans Ende, und bezieht sich immer auf das Subjekt, das Akkusativ oder auch das Dativobjekt im Hauptsatz, zu dem er gehört. Und hat kein eigenes Subjekt. Man muss einen Infinitivsatz nach bestimmten Verben und Wendungen benutzen und er wird auch als Infinitiv mit zu bezeichnet. Ich werde ihn im weiteren Verlauf dieses Videos auch mit Infinitiv mit zu nennen. Das hört sich jetzt alles hochkompliziert an, wirst du sicher denken, aber wir gehen das jetzt mal der Reihe nach durch, um es dir so einfach wie möglich zu machen und dir alles ganz genau zu zeigen. Grundsätzlich kannst du dir merken, im Allgemeinen muss der Infinitiv mit zu immer dann gebildet werden, wenn das Verb aus dem Hauptsatz sich auf die Handlung des Nebensatzes bezieht. Und hier haben wir dafür ein Beispiel. Ich versuche, das Tor zu treffen. Hier das Versuchen bezieht sich auf das Tor treffen. Also hier auf dieses Treffen. Ich versuche zu treffen. Das Verb im Hauptsatz bestimmt also immer, in welcher Art und Weise hier die Handlung des Nebensatzes ausgeführt wird. Und fangen wir jetzt nochmal mit ein paar mehr Beispielen an, wann du den Infinitiv mit zu benutzen musst. Als erstes ist das nach bestimmten Verben. Das sind die Verben, die sich auf eine zweite Handlung beziehen und eben auf kein Nomen. Nomen, kleine Erinnerung, das sind einfach alle der Wörter, die du groß schreibst, also Personen, Dinge, Gegenstände. Hier haben wir eins, ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen. Die Handlung im Hauptsatz ist vorschlagen und die Handlung im Nebensatz ist gehen, ins Kino gehen. Und dieses Vorschlagen bezieht sich auch eben auf das Gehen. Und deswegen musst du hier den Infinitiv mit zu benutzen, denn das Vorschlagen bezieht sich auf eine zweite Handlung und eben nicht auf eine Person oder einen Gegenstand. Häufig kannst du dasselbe auch mit einem Das-Satz ausdrücken. Hier zum Beispiel, ich schlage vor, dass wir heute Abend ins Kino gehen. Das ist die exakt gleiche Aussage. Normalerweise muss das Subjekt im Hauptsatz mit dem Subjekt im Nebensatz identisch sein, damit wir den Infinitiv mit zu benutzen können. Also in der Alternative das sollte das Subjekt gleich sein, damit wir das benutzen können. Wie du hier siehst, ist es das hier nicht ganz. Ich und wir, das ist nicht ganz gleich, aber wir beinhaltet schon ich. Also in dem wir bin ich mit dabei. Deswegen funktioniert das hier
auch. Also auch wenn das Subjekt nicht 100% gleich ist, hier dieser Nebensatz bezieht sich trotzdem auf das Subjekt, weil ich in dem Wir mit drin bin. Und grundsätzlich musst du dir auch noch merken, wenn das Subjekt im Nebensatz nicht wichtig ist, da es allgemein bekannt ist oder nur ein bestimmtes vom Sinn her möglich ist, kannst du auch grundsätzlich immer den Infinitiv mit zu bilden. Denn hier zum Beispiel, ich schlage vor, heute Abend ins Kino zu gehen, hier fällt das Subjekt komplett raus. Hier gibt es kein Subjekt, deswegen muss es entweder bekannt sein, nicht wichtig oder eben nur das eine möglich. Und hier, bezieht sich auf das Ich und das Wir. Es ist immer ein Vorschlag mit Wir, wenn wir es weglassen. Also wir alle machen das, nur das ist möglich. Aber es gibt auch Beispiele, wo das Subjekt einfach zur Verständlichkeit halber erwähnt werden muss. Da mehrere Personen oder Dinge in Frage kommen und da kannst du nicht immer den Infinitiv mit zu benutzen. Zum Beispiel, ich hoffe, dass er bald perfekt Deutsch spricht. Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche. Hier bei der ersten Variante, da kannst du den Infinitiv mit zu nicht benutzen. Bei der zweiten aber schon, denn hier ist das Subjekt identisch. Ich hoffe, bald perfekt Deutsch zu sprechen. Wenn du also nicht das ausdrücken möchtest, dann musst du den Das-Satz benutzen. Nur dieser Satz hier kann durch den Infinitiv mit zu ausgetauscht werden. Grundsätzlich ist es so, wenn das Subjekt im Hauptsatz und das Subjekt im Nebensatz gleich ist, das funktioniert dann immer, aber auch wenn das Subjekt im Nebensatz sich auf das Akkusativ- oder Dativobjekt im Hauptsatz bezieht, auch dann geht das, und das zeige ich dir hier. Zum Beispiel, der Kellner bittet den Mann, dass er draußen raucht. Das ist die Version mit das. Und hier haben wir das Subjekt und dieses Subjekt ist identisch mit dem Akkusativobjekt hier im Hauptsatz. Kleine Erinnerung, Akkusativobjekt, das ist ein Nomen ohne Präposition hier davor. Und der Kellner bittet den Mann, draußen zu rauchen. Das funktioniert auch, denn hier ist das Subjekt gleich dem Akkusativobjekt im Hauptsatz. Dann funktioniert das genauso. Und das Gleiche gilt auch für das Dativobjekt. Der Kellner verbietet dem Mann, dass er im Restaurant raucht. Du kannst auch sagen, der Kellner verbietet dem Mann im Restaurant zu rauchen. Denn hier ist das Subjekt im Nebensatz gleich dem Dativobjekt im Hauptsatz. Wenn du dich jetzt fragst, welche Version ist besser, der Infinitiv mit zu ist besser. Gerade bei diesen zwei, also wenn das Subjekt im Nebensatz identisch mit dem Akkusativ- oder Dativobjekt ist, klingen die Sätze mit Infinitiv mit zu einfach deutlich besser. Bei den hier oben macht es keinen großen Unterschied, also es geht beides, aber grundsätzlich würde ich auch hier sagen, dass dieser Satz besser klingt als dieser Satz, aber rein grammatikalisch sind alle Sätze richtig. Was du dir noch merken kannst, ist, dass einige Verben immer den Infinitiv mit zu benutzen. Das sind alle Verben, die sich einfach zwingend immer auf eine Handlung beziehen. Wie zum Beispiel aufhören, stoppen, beginnen, anfangen, versuchen, vorhaben, warnen vor, sich weigern. Alle, die sich immer zwingend auf eine Handlung beziehen, nutzen auch den Infinitiv mit zu und können meistens auch nicht durch den Das-Satz ersetzt werden, weil die sich eben nur auf eine Handlung beziehen können, rein vom Sinn her. Es gibt dann auch Verben, die einen Infinitiv mit zu benutzen können. Also das sind die, die du auch mit einem Das-Satz benutzen kannst. Hier genau diese, die mit dem Das-Satz benutzt werden können
auch den Infinitiv mit zu benutzen. Das sind zum Beispiel glauben, denken, meinen, hoffen, wissen, entscheiden, scheinen und so weiter. Hier muss das Subjekt oder das Akkusativ oder das Dativobjekt im Hauptsatz mit dem Subjekt des Nebensatzes identisch sein, wie wir es vorhin gemacht haben. Ich hoffe, dass ich bald perfekt Deutsch spreche oder ich hoffe, bald perfekt Deutsch zu sprechen. Und hier sind beide Formen möglich, da das Subjekt im Hauptsatz einfach dasselbe ist wie im Nebensatz. Aber als Beispiel, ich hoffe, dass du bald wieder zu Hause bist. Hier ist nur der Das-Satz möglich, weil eben das Subjekt nicht mit dem Subjekt, das Subjekt im Nebensatz nicht mit dem Subjekt im Hauptsatz identisch ist und hier auch es kein Akkusativ- oder Dativobjekt gibt. Das haben wir gerade eben schon besprochen, deswegen jetzt nur ganz kurz. Als zweites hast du die Konstruktionen mit sein oder finden plus ein Adjektiv und haben plus ein Nomen. Hört sich wieder komplizierter an, als es ist. Hier, ich habe Lust, mit dir ins Kino zu gehen. Hier haben wir haben plus ein Nomen und auch das kann den Infinitiv mit zu benutzen. Ich finde es schwierig, die deutsche Sprache zu lernen. Es ist einfach, einen Job in Deutschland zu finden. Hier haben wir finden plus Adjektiv und das ist sein plus Adjektiv. Diese Varianten nutzen den Infinitiv mit zu. Und wenn hier das Subjekt im Hauptsatz nicht dasselbe ist wie im Nebensatz, muss der Das-Satz verwendet werden. Aber ganz wichtig, wenn das Subjekt ganz offensichtlich dasselbe ist, muss der Infinitiv mit zu verwendet werden. Also hier bei diesen drei Sätzen kannst du nicht den Das-Satz benutzen. Noch ein paar Beispiele dazu. Ich finde es super, dir beim Deutschlernen helfen zu können oder ich finde es super, dass ich dir beim Deutschlernen helfen kann. Hier sind beide Versionen möglich. Hier ist das Subjekt auch gleich, aber das ist nicht zwingend so. Also es könnte auch eine andere Person sein, die hier hilft. Wie zum Beispiel, ich finde es super, dass du mir beim Deutschlernen helfen kannst. Hier ist nur der Das-Satz möglich, da das Subjekt im Hauptsatz nicht dasselbe ist wie im Nebensatz. Aber das ist hier als bestes Beispiel. Deswegen geht auch hier beides, denn es ist nicht zwingend ich, der dir beim Deutschlernen helfen kann. Und was du dir merken kannst, grundsätzlich ist fast immer gültig, dass Haben und Sein plus Adjektiv den Infinitiv mit zu benutzen und dass der Das-Satz da so gut wie nie möglich ist. Und bei Finden plus Adjektiv ist der Das-Satz meistens möglich. Zusätzlich dazu musst du noch wissen, dass es einige Verben gibt, die niemals den Infinitiv mit zu benutzen, trotz dass sie sich auf ein zweites Verb beziehen und direkten Einfluss auf die Handlung haben, also beschreiben, wie die Handlung abläuft. Trotzdem benutzen sie keinen Infinitivsatz, sondern eine Satzklammer. Das sind zum Beispiel die Modalverben, die kennst du garantiert schon, aber auch alle Bewegungsverben wie gehen, fahren, laufen, kommen und die Verben bleiben, lassen, sehen und hören benutzen keinen Infinitiv mit zu. Auch wenn sie sich auf ein zweites Verb beziehen. Außerdem sind die Hilfsverben haben, sein und werden auch ohne den Infinitiv mit zu unterwegs, einfach weil sie keine eigene Bedeutung haben, sondern nur zur Bildung der Zeitform gebraucht werden. Und deswegen benutzen diese natürlich auch hier keinen Infinitiv mit zu. Schauen wir uns da ein paar Beispiele zu an. Ich soll heute noch Hausaufgaben machen, das sollen soll machen, das ist ein Modalverb hier, deswegen nur den Infinitiv hinten, kein zu davor. Ich gehe morgen mit meinem Bruder einkaufen, das ist ein Bewegungsverb und auch hier kein zu davor. Ich lasse mein Auto in der Werkstatt reparieren, lassen ist lasse reparieren, kein zu. Ich werde morgen zum ersten Mal in die Schule gehen, das ist wieder ein Hilfsverb für die Zeitform und auch hier kein zu. Was passiert mit trennbaren Verben in Infinitivsätzen?
Grundsätzlich musst du dort das zu zwischen die Vorsilbe und den Hauptteil vom Verb stellen. Und das Ganze wird dann zusätzlich zusammengeschrieben. Ich versuche, die Tür abzuschließen. Also von zu schließen, dass du das hier nicht verwechseln, denn es ist abschließen. Und das ist dann abzuschließen. Ich schlage vor, morgen sehr früh aufzustehen, also von aufstehen. Und da ist auf die Vorsilbe, der Präfix, und stehen das Hauptverb. Und genau da geht es dazwischen, denn sonst wäre es, ich stehe morgen früh auf. Also genau die zwei Teile, die du trennst. Und da kommt das zu dazwischen. Es ist schwierig, bei Lärm einzuschlafen. Bei nicht trennbaren Verben kommt das zu einfach ganz normal vor das Verb. Bei der Wortstellung ganz einfach, es ist ein Nebensatz, also Verb kommt ans Ende und das zu direkt davor. Und in der Regel steht der Infinitivsatz, also der Satz mit dem Infinitiv mit zu, hinter dem Hauptsatz. Grundsätzlich ist die Kombination Nebensatz, also Infinitivsatz vor dem Hauptsatz möglich, ist aber eher selten und klingt außer bei der Kombination sein, finden plus Adjektiv nicht besonders gut und du musst den Infinitivsatz durch ein Komma vom Hauptsatz trennen. Du musst es meistens nicht, rein der Regel wegen, solltest du es aber machen, weil es nämlich einige Situationen gibt, wo du es musst und es nie eine Situation gibt, wo du es definitiv nicht abtrennen solltest. So, heute hast du gelernt, wann du den Infinitiv mit zu benutzen musst, nämlich immer nach ein paar bestimmten Verben, abhängig von der Situation. Aber Achtung, noch nicht abschalten, es gibt noch eine zweite Variante und das sind die sogenannten Infinitivkonstruktionen. Infinitivkonstruktionen, da musst du den Infinitiv mit zu benutzen, völlig unabhängig davon, was das Verb im Hauptsatz macht. Die erkläre ich dir dann morgen im nächsten Video und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder morgen zur selben Zeit bei den Infinitivkonstruktionen.